Du kömmst, o Schlacht! Schon wogen die Jünglinge hinab von ihren Hügeln, hinab ins Tal, wo keck herauf die Würger dringen, sicher der Kunst und des Arms. Doch sicherer kömmt über sie die Seele der Jünglinge, denn die Gerechten schlagen wie Zauberer und ihre Vaterlandsgesänge lähmen die Knie der Ehrelosen. O nehmt mich mit in die Reihen auf, damit ich einst nicht sterbe gemeinen Tods. Umsonst zu sterben lieb ich nicht, doch lieb ich zu fallen am Opferhügel fürs Vaterland, zu bluten des Herzens Blut fürs Vaterland, und bald ist's geschehen. Zu euch, ihr Teuern, komm ich, die mich leben lehrten und sterben, zu euch hinunter. Wie oft im Lichte dürstet ich euch zu sehen, ihr Helden und ihr Dichter aus alter Zeit. Nun grüßt ihr freundlich den geringen Fremdling, und brüderlich ist's hier unten, und Siegesboten kommen herab, die Schlacht ist unser. Lebe droben, o Vaterland, und zähle nicht die Toten. Dir ist, Liebes, nicht einer zu viel gefallen. Sie haben es sicher erkannt. Ich bin es, die Alternative. Seit einiger Zeit spuke ich durch die Theaterstücke dieses Autors. Das hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass ich einmal fester Bestandteil des Personenregisters eines deutschen Theaterautoren werden würde. Immer in einer fiktiven Abwandlung meiner selbst, versteht sich. Im Grunde haben all diese Figuren nichts mit mir zu tun. Alles Erfindungen. Er kennt mich ja gar nicht richtig. Aber er scheint fasziniert zu sein von mir und meinem Leben. Vielleicht benutzt er mich auch nur als Chiffre für irgendetwas, das er in mir sieht. Ein Denken, das erwacht ist, das wieder erwacht ist und das unsere Gesellschaft radikal verändern wird auf eine Weise, die jetzt noch niemand wirklich absehen kann. Und wir befinden uns mitten in diesem Prozess, der nicht mehr rückgängig zu machen ist. Das ist ja das Lustige. Alle glauben, dass sie eines Morgens aufwachen werden und dann wird der ganze Spuk vorbei sein, aber dem ist nicht so. Das bleibt jetzt so. Das ändert sich nicht. Eigentlich wollte ich Dichterin werden, weil ich die deutsche Sprache so liebe. Die deutsche Sprache ist präzise und es gibt Wörter, die mit einer emotionalen Tiefe in mir resonieren und ungeahnte Kräfte und Gefühle in mir freisetzen, die mich antreiben, gegen alle Widerstände meinen Weg zu gehen. Das eben war übrigens Hölderlin, Tod fürs Vaterland. Ja, wie Sie ja sicherlich alle wissen, war mein Großvater einer der schlimmsten Verbrecher des Naziregimes und einer der schrecklichsten Menschen, die es im 20. Jahrhundert überhaupt gegeben hat. Er war 12 Jahre lang Hitlers Finanzminister und in seinem Ministerium wurden die Budgets errechnet für die Vernichtung der europäischen Juden. Die Kosten für die Züge in die Vernichtungslager, die Kosten für das Zyklon B, die Kosten für die Gehälter der SS-Offiziere und des gewöhnlichen Wachpersonals wurden gegengerechnet gegen die Gewinne, die aus der vollständigen Enteignung der jüdischen Bevölkerung bis hin zum Herausschlagen der Goldzähne erzielt werden konnten. Um nur ein Beispiel zu nennen. Diese Rechnung aufzustellen und Kosten zu bewilligen, war die Aufgabe meines Großvaters. Ja, das war nicht einfach für mich als Kind. Es gab so wenig Möglichkeiten, stolz zu sein auf meinen Großvater. Meine Familie hatte so schreckliche Dinge getan. Meine Familie war dafür verantwortlich, dass ganz Deutschland in Schutt und Asche gelegt wurde.
und alles, was schön war in diesem Land, vernichtet, ausgelöscht. Nichts war mehr da. Städte, Häuser, die gesamte Kultur. Nach Auschwitz war es ja unmöglich, je wieder ein Gedicht in diesem Land zu schreiben. Die deutsche Sprache hatte ihren Klang verloren. Alle Poesie war gelöscht. Wer nun auf der Welt ein deutsches Wort hörte, der dachte nicht mehr an Dichter, Denker, nicht mehr an Bach, Beethoven, Schubert, an Schiller, Goethe, Kleist. Ein deutsches Wort, irgendwo gesprochen in der Welt. Und dein Gegenüber sah die ausgemergelten Opfer und Leichen der Konzentrationslager, der Vernichtungskriege, die Schäferhunde, die jüdische Kinder zerreißen, während Offiziere der Waffen-SS amüsiert daneben stehen und sich auf die Schenkel klopfen vor Lachen. Ja, ich wusste, meine Familie war daran beteiligt. Mein Großvater hatte das zu verantworten. Er hat neben Hitler gestanden, 12 Jahre lang. Und dieses Deutschland, dieses Europa in Schutt und Asche gelegt. Und alles, was schön war in diesem Land, vernichtet, ausgelöscht. Nichts war mehr da. Trümmer, Trauma, die Unfähigkeit zu trauern, die Unfähigkeit, irgendeine Gefühlsregung zu zeigen. Und hier beginnt die Fiktion. Es gab keine Gefühle in meiner Familie. Wir haben uns nie berührt, in die Arme genommen. Wir waren einander unheimlich. Und wir wollten nicht darüber sprechen, was diese Familie verbrochen hatte. Aber ich erinnere mich, wie ich wach lag nachts und mir all diese Bilder durch den Kopf gingen. Und wie mein Kopf fast auseinanderbrach von all diesen Bildern des Schreckens. Und ich sah, wie diese Gräuel eingeschrieben waren in den Körper und in die Seele meines Großvaters und wie verhärtet, kalt und lieblos mein eigener Vater durch diese Gräuel geworden war, die auf seltsam gespenstische Weise weitergereicht wurden von Generation zu Generation. Als Erinnerung eingeschlossen in eine dunkle Kammer, irgendwo in unseren abgelöschten Seelen. Die keiner Empfindung, keines Mitleids, keiner Empathie mehr fähig waren. Ich kann nichts fühlen. Auch wenn ich mich manchmal danach sehne, ich empfinde nichts. Wenn ich so Sachen poste wie, ja klar, schießen wir auch auf Frauen und Kinder, wenn sie unsere Grenzen überschreiten wollen, dann fühle ich dabei nichts. Es ist nur so wie so ein leises Klopfen an einer schweren Tür, hinter der all unsere Gefühle unerreichbar für uns gelagert sind. All unser Empfinden von Scham, Verantwortung, Schuld, von Trauer, Mitleid, Verzweiflung angesichts dessen, was wir verbrochen haben. Angesichts dessen, wie viel Leid wir über die Menschheit gebracht haben. Angesichts dessen, wie wir das Ansehen dieses Landes in der Welt auf Jahre zerstört haben. Und wie wir die Möglichkeit, Stolz zu empfinden auf dieses Land, für Generationen unmöglich gemacht haben. Mit all unseren Gräueltaten und Verbrechen, mit unserem Terror, mit unserem Rausch der Vernichtung und Auslöschung. Es gibt keine Liebe in meinem Leben. Die Sätze, die ich sage, sind mit nichts in mir verbunden. Sie haben mich sicherlich schon einmal in einer Talkshow gesehen. Meine Stimme klingt blechern und leer und immerzu erregt und angespannt. Und ich sage seltsam widersprüchliche Dinge. Ich sage, dass eine deutsche Frau mindestens 3 Kinder haben sollte. Aber ich selbst habe keine Kinder. Aber dafür kann ich nichts. Ich kann mich nicht so ausdrücken. Was ich sagen will, ist, glaube ich, es wäre schön, wenn es wieder mehr Kinder geben würde in der Gesellschaft und wenn sich die Frauen Zeit nehmen würden für ihre Kinder. Ich stamme aus einem Adelsgeschlecht. Wir haben unsere Eltern fast nie gesehen.
Wir hatten immer nur das Personal, das mit uns gespielt hat, Ammen, die uns gestillt haben. Wir hatten im Grunde keinen Bezug zu unseren Eltern und ich will doch nur, dass sich Mütter wieder mehr Zeit nehmen für ihre Kinder und ihnen all das geben, was ich nie in meiner Kindheit bekommen habe. Und ich will doch nur sagen, dass hier gerade ganz viel falsch läuft. Und dass der einzelne Mensch wieder mehr abgeholt werden muss von der Politik und mitbestimmen können muss. Und nicht nur ausgebeutet und leer und erschöpft liegen gelassen werden darf. Und dass wir auf bewährte Formen des Zusammenlebens zurückgreifen müssen. Dass Gemeinschaft wieder eine Rolle spielen muss. Große Familien, die einen Zusammenhalt bieten. Das gesamte Volk muss sich als ein Körper, als eine große Familie begreifen. Damit der Einzelne nicht so allein schutzlos und orientierungslos den Orkanen der globalisierten Finanzströme ausgesetzt ist. Haltlos. So allein. Wie ich. Immer. Als Kind. Und dass es keine Alternativen gibt, dass die momentane Politik alternativlos sei und keiner Erklärung bedarf, das stimmt doch nicht. Das ist doch Unsinn. Und das will ich doch einfach nur zeigen. Darauf will ich doch einfach nur hinweisen. Ja, natürlich finde ich das selber auch ganz schrecklich, dass ich dabei immer nur wie ein Wiedergänger aus dem Nationalsozialismus klinge. Und all die Konzepte, die mein Großvater angewandt hat, jetzt auf die heutige aktuelle Situation projiziere, mit derselben Begrifflichkeit operiere, dass ich mir Familie immer nur als Vater, Mutter, Kind vorstellen kann. In den Homosexuellen, den Künstlern, den Linken, den Intellektuellen und statt in den Juden, denn dass das so ein Tabu ist, habe selbst ich begriffen, in den Muslimen immer nur den Volksvirus sehen kann. Nie das Individuum, nie den einzelnen Menschen mit seiner eigenen, ganz einzigartigen Geschichte. Immer nur den Parasiten, den Untermenschen, die Flut, die alles wegzuschwemmen versucht. Invasoren, Schwämme, Asylschmarotzer, Wirtschaftsflüchtlinge. Aber mein Vorstellungsvermögen ist begrenzt. Es ist mir nicht gegeben, die Welt mit den Augen eines anderen Menschen zu sehen. Ich würde gerne, aber ich kann es nicht. Und ich wollte Sie bitten, heute hier mir das zu vergeben. Und meiner Familie all das zu vergeben, was sie der Menschheit angetan hat. Es tut mir leid. Bitte verzeihen Sie mir. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich habe keine Möglichkeit, das auszudrücken, was ich wirklich empfinde und das zu tun, was ich wirklich will. Ich kann nicht anders. Ich bin der Geist, der Böses will, aber Gutes schafft. Ich will nur, dass ihr euch endlich darüber klar werdet, was ihr wirklich wollt. Dafür bin ich noch einmal zurückgekommen. Ich bin der Geist meines Großvaters, der von mir Besitz ergriffen hat, seit ich ein kleines Mädchen war. Deshalb sehe ich auch aus wie ein altes, böses Kind. Ein Junge, der am liebsten Insekten quält und ihnen dabei zusieht, wie sie ganz langsam vor seinen Augen verrecken. Ich bin hier, damit ihr euch entscheiden müsst. Wollt ihr diese Demokratie? Wollt ihr diese offene Gesellschaft? Oder macht sie euch zu viel Angst? Wollt ihr dieses Wirtschaftssystem? Wollt ihr das? Wollt ihr dieses Europa? Wollt ihr das alles hier? Und wie wollt ihr es?
so wie es jetzt ist? Oder habt ihr da noch andere Ideen? Ich bin hier, damit ihr euch endlich darüber klar werden könnt, was ihr wollt. Also, was wollt ihr? Wenn ihr das für euch nicht regelt, so sind wir die Alternative zu eurer Ideenlosigkeit und eurer Unfähigkeit zu handeln. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Danke.